Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Mord im Orient Express. Wir haben jetzt zwei neue Rätsel, die es aufzuklären gilt. Einmal, wem gehört das Taschentuch? Und die Hypothesen zu der Uhr. Welche drei Hypothesen gibt es zu Ratchets Uhr? Die Uhr zeigt die Zeit, zu der Ratchet tot aufgefunden wurde. Die Uhr zeigt an, wann Ratchet eingeschlafen ist. Nein. Die Uhr wurde vom Mörder manipuliert. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber also die beiden sind weit richtig. Von der Wahrheit entfernt. Ich sollte alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Denk nach. Ja, okay, sie könnte auch nicht richtig eingestellt gewesen sein. Ich sollte alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ja, auch möglich. Es gibt nur drei mögliche Hypothesen. Die Uhr wurde manipuliert oder verstellt oder sie zeigt die Zeit des Mordes an. Ich werde diese beiden letzten Möglichkeiten untersuchen, bevor ich irgendwelche Schlussfolgerungen ziehe. Wenn die Uhr wirklich die falsche Zeit anzeigt, ist sie vielleicht kaputt. Es könnte auch einen anderen Grund geben, der direkt mit Ratchet zusammenhängt. Vielleicht ist die Uhr auf eine andere Zeitzone eingestellt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wir gucken aber erst nochmal, war die Uhr schon defekt, bevor das Glas zerbrochen war? Welches Detail könnte darauf hindeuten, dass die Uhr nicht schon stehen geblieben war, bevor das Glas zerbrochen ist? Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Der Sekundenzeiger. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Die Uhr war nicht defekt, denn der Sekundenzeiger bewegt sich noch. Ach, ich habe den Sekundenzeiger verwechselt. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Also defekt war sie nicht. Wenn Ratchet um 1.15 Uhr tot ist, welche Information ist dann widersprüchlich? Das ist die richtige Antwort. Okay, das heißt, wenn er um 0.37 Uhr schon tot ist, dann kann die Uhr ja nicht um 1.15 Uhr stehen bleiben. Das heißt, die wird vermutlich falsch umgestellt gewesen sein. In welcher Zeitzone befindet sich Istanbul? Istanbul ist in UTC plus 2. Und er hatte doch irgendeinen Termin. In welcher Zeit? Wir befinden uns gerade in Venice, beziehungsweise wir befinden uns in UTC 1. Fantastik. Das heißt, wir haben eine Stunde Versatz. Wenn diese Theorie richtig ist, dann fand der Mord um 0.15 Uhr statt. Nicht 1.15 Uhr. Ich muss alle Passagiere befragen, um zu sehen, ob einer von ihnen ein Alibi für diese Stunde hat. Ja gut. Jetzt gucken wir aber schnell noch, überprüfe die bekannten Alibis. Er war die ganze Zeit mit McQueen unterwegs. Mademoiselle, er war mit Boucher, Hook war mit Dr. Konstantin und Madame Debenham mit Olsen. Das ist die richtige Antwort. So, wem gehört das Taschentuch? Welcher Buchstabe ist da drauf? Buchstabe H. Ich beantworte jetzt erstmal alles, was hier in der Mindmap drin ist. Wem 7 zu identifizierenden? Otaru, Hector, Hubbard. Hartman und Hildegard. Aber warum 7? Das sind alle die, die einen H im Namen haben. Also zumindest an erster Stelle. Ich habe jetzt aber nur 5. Warum 7? Ich verstehe nicht, warum es noch 2 mehr sind. Archibald? Nein. Dr. Konstantin?
Da wissen wir den Namen nicht. Weil ich da die Vornamen noch nicht kenne. Das war einfach. Okay. Mit unbekanntem Vornamen. Muss Konstantin und ja. Okay, okay. Jetzt gehen wir die Leute erstmal wieder befragen. War die Uhr jetzt schon defekt, bevor das Glas zerbrochen war? Nein, war sie nicht. Überprüfe die bekannten Alibis, das haben wir gemacht. So, jetzt gucken wir mal, wer wo ist. Ist hier die... Monsieur Foscarelli, ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn es Ihnen recht ist. Ah, Signore Poirot, nicht wahr? Ich habe mich schon gefragt, wann Sie zu mir kommen würden. Das ist leider gerade ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Hallo, Monsieur Poirot, bitte entschuldigen Sie, wir haben ein kleines Problem. Die Orangensaftpresse ist kaputt und ich kann sie nicht reparieren. Monsieur Foscarelli hat mir freundlicherweise seine Hilfe angeboten. Es ist zwar kein Automotor, aber ich tue mein Bestes. Selbst zu zweit schaffen wir es nicht. Lassen Sie mich raten, Sie erbitten die Hilfe vom großen Poirot. Natürlich. Ich beantworte Ihre Fragen gerne, wenn wir fertig sind. Na dann gucken wir doch mal, dass wir die Orangenpresse wieder zum Laufen bekommen. So. Nehmen wir als erstes mal hier das Rad dahin. Dann drehen die sich schon mal wieder. Nee. 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 Das muss ja eigentlich so sein. Die sind doch alle gleich groß hier, die großen Zahnräder. Oder sind die Zahnräder da drin auch schon vertauscht worden? Ah, da können mehrere drauf. Oh je, ach so, warte. Dann so. Dann vermutlich so. Zack. Kann ich da eins drauf machen, was dann bis hinten durchgeht? Nee. Aber so kann ich eins machen. So, jetzt dreht sich das schon mal wieder. So. Und so. Voilà. Jetzt sollte sie wieder korrekt funktionieren. Wundervoll. Und Deckel drauf. So, probier mal. Vielen Dank, Monsieur Poirot. Ich kann den Orangensaft wieder auf die Karte setzen. Ja, so, jetzt habe ich ein paar Fragen an dich. Bravo. Ich sollte bei Autos bleiben. Nun, jetzt können wir in Ruhe reden. Monsieur Foscarelli. Oui? Antonio Foscarelli. Sehr erfreut, Monsieur Poirot. Sie haben wahrscheinlich vom Mord an Ratchet letzte Nacht gehört? Natürlich. Das ist das Einzige, worüber aktuell gesprochen wird. An der Fall im Armstrong. Waren Sie schon einmal in den Vereinigten Staaten? Ja, die USA waren in den letzten 10 Jahren ein Hauptmarkt für unsere Autos. Erinnern Sie sich an den Fall Armstrong? Armstrong. Das war der Name, ja? Es war ein
piccola ragazza, ein kleines Mädchen, ein Baby, nicht wahr? Oui, oui, ja. Eine sehr tragische Angelegenheit. Wussten Sie, dass Cassetti, der Entführer, in Wirklichkeit Reggett war? Oh no. Dann hat er den Tod verdient. Ich meine, würden Sie das nicht auch sagen? Ich bin ganz ehrlich, wenn du ein kleines Kind entführst, schwierig. Wobei jeder Mensch hat das Recht zu leben. Können aber, Sie mir sagen, wo Sie in der Mordnacht waren? Ich bin gleich nach dem Abendessen ins Bett gegangen. Aber ich habe sehr schlecht geschlafen. Mein Mitbewohner, Signor Mastermann, hatte Zahnschmerzen. Er hatte die ganze Nacht gejammert und mich damit mehrmals geweckt. Haben Sie etwas Ungewöhnliches gehört oder bemerkt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich bin die ganze Nacht in meinem Bett geblieben. Okay. Dann danke ich Ihnen, Monsieur Foscarelli. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr helfen konnte, Signore. Ich stehe Ihnen zur Verfügung, wenn Sie mich brauchen sollten. Du könntest Bug mal ein bisschen im Schach halten. Der ist ein bisschen... Schütz Mademoiselle Locke vor Bug. So. Enchanté, Mademoiselle. Sind Sie Hildegard Schmidt? Das bin ich, jawohl. Und Sie, das weiß ich, sind Herr Poirot. Richtig. Darf ich Sie um ein paar Minuten Ihrer Zeit bitten, um ein paar Fragen zu beantworten? Mit Vergnügen. Aber darf ich Sie zuerst um Hilfe bitten? Warum überrascht mich das nicht? Ich weiß nicht. Ich stehe Ihnen zu Diensten, Mademoiselle. Meine Herrin, Prinzessin Dragomirov, hat mich gebeten, diese traditionelle Matroschka-Puppe zu öffnen. Darin befindet sich ein Schmuckstück, das sie herausholen muss. Mademoiselle! Meiner Erfahrung nach lässt sich jede schachtelbare Puppe einfach auseinanderziehen, um die nächste zu enthüllen. Das weiß ich, aber probieren Sie es selbst aus. Wie Sie wünschen. Ach, die Sie sind ein Gentleman. Der hat so ein bisschen einen rheinländischen Aspekt, ne? So. Okay, ne. Ja, okay, doch, das könnte sein. Und jetzt müssen wir nur das Richtige hier finden. So, perfekt. Und jetzt kommt die nächste, oder was? Hier gibt es mehrere Sachen, die man aufmachen könnte. Gucken wir mal, ob es für überall diese blauen hier gibt. Nein, das scheint es nicht zu sein. Das passt hier nicht. Aber was sind die Hinweise? Ach, vermutlich so. Und jetzt brauche ich was Dunkelblaues. Jetzt was Rotes. Jetzt was Lilanes. Muss ich dann das hier durch Blau austauschen? Hinweis. Gucken wir mal, was der Hinweis uns sagt. Pink, rot, blau, pink, rot, lila, blau. Oh.
Hier weiß ich noch nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Ah, man dreht hier eins weiter und das dreht sich aber um zwei. Okay. Da ist ein Schmuckstück. Die für meine Inschrift Freundin. Lautet, für meine liebe Freundin. Ach, vielen Dank. Diese Puppe erinnert sie an ihre Jugend in Russland. Etwa sehr schwer unter dem sowjetischen Regime. Aber dank ihrer Willensstärke stieg sie zur Leiterin eines Museums für Antiquitäten in St. Petersburg auf. Obwohl sie jetzt in Berlin lebt, heißt es, dass der Kreml sie immer noch fürchtet. Sie muss in der Tat eine beeindruckende Frau sein. Sind Sie ihr Dienstmädchen? Ich bin ihre Begleiterin. Ich helfe ihr bei ihren täglichen Aufgaben und leiste ihr Gesellschaft. Ach, verzeihen Sie mir. Sie haben sicher von dem Mord an Ratchet letzte Nacht gehört? Ja, natürlich. Alle reden darüber. So, was ist denn übrigens mit deinem Alibi? Können Sie mir sagen, was Sie gestern Nacht gemacht haben? Kurz nachdem wir Istanbul verlassen hatten, habe ich mit meiner Mitbewohnerin Frau Lok Tee getrunken. Ich ging mit der Prinzessin zum Abendessen und als ich in mein Abteil zurückkehrte, schlief Frau Lok bereits. Etwas später kam Herr Michel, der Schaffner, um mich zu holen, weil Madame la Prinzesse meine Hilfe benötigte. Sie wird von Rückenschmerzen geplagt. Ich habe sie etwa eine Stunde lang massiert. Können Sie sich an die Uhrzeit erinnern? Entschuldigen Sie, leider nicht, werter Herr. Das versteckte Taschentuch. Haben Sie ein Taschentuch verloren, auf das ein H aufgestickt ist, Mademoiselle? Nein, Monsieur. Nun, ich dachte, da Ihr Vorname Hildegard lautet. Ich sage Ihnen, ihr hört mir nicht. So was Schönes könnte ich mir nicht leisten. Ich habe keine Ahnung, wem ihr hört. Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht aufbringen. Die sind ein bisschen aufgebracht. Vielen Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet haben, Mademoiselle. Ich glaube, ihr könntet das Taschentuch gehören. Aber ich finde es immer noch sehr, sehr merkwürdig. 205. Das Prinzessin. Nein, er. Monsieur. Ich bin Hercule... Ich weiß, wer Sie sind, Monsieur Poirot. Was wünschen Sie? Antworten auf ein oder zwei einfache Fragen. In Ordnung, aber rasch. Meine Frau ist ziemlich krank und ich wünsche, an ihrer Seite zu sein. Versprochen. Zunächst einmal nehme ich an, dass Sie von dem Mord wissen? Natürlich. Die Gräfin ist furchtbar aufgebracht. Ihr voller Name? Rudolf Andrenyi. Sie wohnen in... Budapest. Und wie sind Sie an Bord des Orient Express gelangt? Ich bin ein ungarischer Diplomat. Meine Familie vertritt unser Heimatland seit dem Volksaufstand gegen die Sowjets 1956. Ich war im Auftrag meines Landes in Istanbul. Angelegenheiten, über die ich nicht sprechen kann. Okay. Und begleitet Ihre Frau Sie häufig auf diplomatischen Missionen? Ja, warum denn nicht? Wollten Sie noch etwas anderes wissen? Er ist Ungar, 34 und er ist Diplomat. Gut, damit haben wir dich auch endlich mal analysiert. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Das ist gut. Können Sie mir sagen, was Sie gestern Nacht gemacht haben? Ich war mit meiner Frau in unserem Abteil. Sie ist früh zu Bett gegangen. Ich habe ein Spiel auf meinem Handy gespielt. Etwa gegen 23 Uhr ist meine Frau aufgewacht, konnte nicht wieder einschlafen und hat eine Schlaftablette genommen. Was mich betrifft, so bin ich kurz darauf ins Bett gegangen und habe bis zum Morgen durchgeschlafen. Okay. Waren Sie schon einmal in den Vereinigten Staaten? Ich war ein Jahr lang in der ungarischen Botschaft in Washington tätig. Sie kennen möglicherweise die Familie Armstrong? Armstrong. Es fällt mir schwer, mich zu erinnern. Man trifft so viele Menschen. Es ginge um die Entführung eines Kindes, eine sehr traurige Angelegenheit. Der Täter war ein Mann in diesem Zug, der sich selbst Ratchet nannte. Er ist der Mann, der gestern Nacht
ermordet wurde. So, so. Es scheint, als hätte die Gerechtigkeit ihn letztlich eingeholt. Haben Sie Dank für Ihre Zeit. Jetzt würde ich mich gerne mit Ihrer Frau unterhalten, wenn Sie nichts dagegen haben. Das ist nicht möglich. Wie ich Ihnen bereits sagte, sie ist sehr krank. Danke. Und viel Glück bei den Ermittlungen. Okay. Eh bien. Der gute Graf scheint nicht zu wünschen, dass ich mit seiner Frau spreche. Na, könnte was dahinter stecken. 204. Madame Hubert. Madame Hubert, dürfte ich Ihnen ein oder zwei Fragen stellen? Es wird nicht lange dauern. Alles, womit ich helfen kann. Haben Sie kürzlich ein Taschentuch verlegt? Nein, ich glaube nicht. Warum? Wir haben ein Taschentuch gefunden, auf das der Buchstabe... Das habe ich Sie doch schon mal gefragt, oder nicht? ...aufgestickt ist. Deshalb dachte ich, es könnte sich dabei um Ihres handeln. Es tut mir leid, aber nein. Es könnte Miss Schmidt gehören, dem Dienstmädchen von Prinzessin Dragomirov. Ich glaube, ihr Vorname ist, Hildegard. Sie haben recht. Man muss immer auch eine Lüge in Betracht ziehen. Danke, Madame. Ich glaube auch, dass es von Miss Schmidt ist. Sie war sehr aufgebracht, als wir sie danach befragt haben. Das ist unser Abteil. Na ja. Ich gehe hier immer wieder rein. So, 201. Wer ist hier? Er. Hallo? Kann ich was für Sie tun? Hallo, Monsieur Hartman, nehme ich an. Sie haben von dem Mord gehört? Cyrus Hartman, ja. Und die Tatsache, dass es einen Mord gegeben hat, hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Sie scheinen nicht sehr besorgt darüber zu sein, Monsieur. Das ist nicht der erste Mord, der mir begegnet ist. Ich hatte keine Ahnung, dass der Verkauf von Spielwaren so gefährlich ist. Ich habe Sie beim Abendessen erwähnen hören, dass dies Ihr Beruf ist. Der Spielzeugverkäufer ist eine Tarnung. Ich bin Privatdetektiv, genau wie Sie. Aus den USA. Aha. Okay. 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 30? Eher auf 55. Antwort mag zwar falsch sein. Ja, okay. Doch, für 30 war er, sah er zu alt aus. Meine haben mich nicht im Stich gelassen. Na gut, gucken wir doch mal. Privatdetektiv. Ich hatte nicht erwartet, einen anderen Detektiv in diesem Zug zu finden. Ich hatte gerade einen Auftrag in Istanbul beendet, als ich eine E-Mail von Ratchet erhielt. Er hat mich angeheuert, um ihn zu beschützen. Das hat ja nicht so gut geklappt. Ich bin sicher nicht glücklich darüber. Er hat einige Drohbriefe erhalten. Ich sollte ihn vor Gefahren schützen. Und ja, das habe ich nicht getan. Aber er schien zu glauben, dass er in größerer Gefahr wäre, wenn er den Zug verlassen würde. War er auf dem Weg nach Paris? Tja, das habe ich angenommen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann jemand in diesem Zug Ihre Identität bestätigen? Ja, dieser McQueen, Ratchets Sekretär. Okay. Hatten Sie gestern Abend Dienst? Na klar. Ich ließ meine Türen spalt offen und habe die ganze Nacht aufgepasst. Das ist das, was wir mitbekommen haben. Niemand der dort nicht hingehört hätte. Haben Sie etwas so Besonderes gesehen? Der Schaffner? Michel? Er war auch die meiste Zeit da. Bis auf eine Viertelstunde oder so, nachdem wir Winkowzi verlassen hatten. Er muss auf ein Klingeln aus Ratchets Zimmer reagiert haben. Dann war er gegen 1 Uhr wieder für eine Weile abwesend. Danach hat er sich bis 5 Uhr nicht mehr bewegt. Okay, ja, der ist ja kurz rauchen gegangen, das wissen wir. Und wurde auch... Monsieur Hartman, haben Sie von dem Fall Armstrong gehört? Armstrong? Die Entführung vor ein paar Jahren? Wer hat das nicht? Warum fragen Sie? Regits echter Name war Cassetti. Ich habe Grund zu der Annahme, dass er der Entführer war. Was? Er hat das kleine Mädchen getötet? Nein, das wusste ich nicht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Job nicht angenommen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Haben Sie eine Ahnung, wer hinter den Drohbriefen steckt? Ich kenne seinen Namen nicht. Aber Ratchet sagte mir, er sei ein kleiner Mann mit dunklem Haar und einer femininen Stimme. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dann könnte das sein... Gehört Ihnen dieses mit einem Haar bestückte Taschentuch? Sehe ich aus wie jemand, der ein solches Taschentuch benutzen würde? Ich hätte jetzt gesagt, das ist deins, weil du hättest einen guten Grund dafür. Vielen Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet haben, Monsieur Hartman. Hören Sie, Poirot. Ich weiß, dass ich bei diesem Job versagt habe. Aber wenn Sie Hilfe brauchen, egal welche, lassen Sie es mich wissen. Ich würde das gern wieder gut machen. Glaub nicht, dass er der Mörder ist.
Ich sehe kein Alibi, ich sehe kein Motiv dazu. Alibi, ja, schwierig, aber Motiv sehe ich nicht. So, ist hier was auf der Toilette? Nö. So, 107. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen, Mademoiselle Prinzessin. Ich kann gerade niemanden empfangen. Kommen Sie später wieder. Kein Problem, Madame. Ich komme später wieder. Aber Sie werden sich mit mir unterhalten müssen. Einfach nochmal klopfen. So, was ist los? Hallo, Buk? Mon ami. Nein, junge Buk. Abgeschlossen? Non, aber ich konnte ein paar Rätsel lösen. D'accord. Ich bleibe hier, um diese junge Dame im Auge zu behalten. Ich muss mit Entschuldigen Sie, reden. Doktor, dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Alles, was bei den Ermittlungen helfen kann, Monsieur Poirot. Das bestickte Taschentuch könnte auch sein. Ich würde gerne wissen, wie Ihr Vorname lautet, Doktor. Ich heiße Robert. Warum? Um herauszufinden, ob das mit einem H bestickte Taschentuch Ihres sein könnte. Ich bin Arzt, Monsieur Poirot. Stofftaschentücher sind ein Tummelplatz für Viren. Ja gut, das stimmt. Allein der Gedanke daran. Das kann ich gut verstehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Gucken wir mal. Ne, auf 102. So, mit Mastermann. Mit dir muss ich reden. Ah, Monsieur McQueen. McQueen, genau. Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, Monsieur Poirot. Das bestickte Taschentuch. Dieses mit einem H bestickte Taschentuch. Gehört es Ihnen? Nein, ich benutze keine Stofftaschentücher. Okay. Ich danke Ihnen. Ich werde Sie nicht weiter belästigen. Wer fehlt mir denn noch? Wer fehlt mir denn noch? Was ist mit der Prinzessin Dragomirov? Kann ich jetzt mit Ihnen sprechen? Haben Sie jetzt Zeit für mich? Ich kann gerade niemanden... Na, dann gucken wir doch mal, was... Ich muss einen Weg finden, die zu befragen. Ja, das ist mir klar. Kann ich ihn unter einem Vorwand woanders hinschicken? Oh nein. Ah, wollte gerade sagen, jetzt hat das Spiel sich aufgegangen, hat es aber nicht. Nee, Cyrus brauche ich nicht. Das ist mein Abteil. Wie immer noch. 204 ist Madame Hubert. Ja. Kann ich mal vielleicht zu Ratchet ins Zimmer nochmal gehen? Da würde ich gerne nochmal gucken. Ich würde... Aber das ist halt einfach... Der liegt da halt vermutlich einfach nur. Und schläft. Und schläft. Die habe ich alle schon befragt. Erwarte ja immer noch, dass irgendwann in einem dieser Räume dann ein goldener Schnurrbart liegt. Mhm. Restaurantwagen. Gehen wir nochmal ins Restaurant. Wer auch jetzt schon wieder verschwunden ist, ist Archibald und also Abidno und so. Es tut mir leid, Sir, aber ich muss mich aufs Backen konzentrieren. Okay. Dann ist aber unser lieber ja genau, du bist hier. Entschuldigen Sie die Störung, Monsieur Mori. Ich muss Ihnen eine Frage stellen. Bitte beeilen Sie sich. Ich muss ein Essen vorbereiten. Das bestickte Taschentuch, ist das deins? Dieses mit einem H bestickte Taschentuch, gehört es Ihnen? Nein, das habe ich noch nie gesehen.
Okay. Merci, das ist alles, was ich wissen wollte. Ich hoffe, dass Ihre Ermittlungen das heutige Menü nicht stören werden. Es geht hier immer noch um einen Mordfall. Ey, das Essen muss sich leider irgendwo ein bisschen hinten anstellen. Gräfin. Das Essen, ne? Muss ich den unter einem falschen Vorwand aus dem Zimmer locken, damit ich mit der Frau von ihm sprechen kann? Braucht doch im Prinzip eigentlich nur den Vornamen, oder? Monsieur Vielen Fouché. Dank, Monsieur Poirot. Ich kann den Orangensaft wieder auf die Karte setzen. Der hilft mir nicht. Ich dachte, ich kann dich vielleicht bitten, den Typen abzulenken. So könnten Sie mir einen Gefallen tun. Ich müsste mit der Gräfin sprechen, aber Ihr Mann ist im Weg. Könnten Sie den vielleicht in ein Gespräch locken? Ah, ich dachte gerade, warum läufst du nicht mehr, Poirot? Monsieur, wenn ich diesen Mörder fassen soll, werde ich Ihre Hilfe benötigen. Meine Hilfe? Ich stehe Ihnen zu Diensten, Poirot. Sie nehmen Ihre Frau sehr in Schutz, Graf Andrenier. Überrascht Sie das? Ihr Schwindel kann sehr gefährlich sein. Ich glaube, dass es vielerlei Formen von Schwindel gibt. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich lieber mit einem Arzt sprechen, nicht mit einem Detektiv. Wenn Sie mich entschuldigen würden. Wir probieren die Befragung nochmal anders. Monsieur, wenn ich diesen Mörder fassen soll, werde ich Ihre Hilfe benötigen. Meine Hilfe? Ich stehe Ihnen zu Diensten, Poirot. So, Sie sind offensichtlich ein hingebungsvoller Ehemann, Graf Andrenier. Meine Frau bedeutet mir alles. In Budapest haben sie sich die Mäule zerrissen. Ein ungarischer Diplomat, der eine Amerikanerin heiratet. Das hat sie nicht abgehalten. Ich hätte meine Stellung für sie aufgegeben. Ich dachte, so würde jeder handeln. Sind Sie verheiratet, Monsieur Poirot? No. Ich fürchte, die Ehe ist nichts für mich. Aber Ihr Zustand, ist er sehr ernst? Sie leidet an einem Schwindelanfall. Verstehen Sie? Der Raum dreht sich für Sie. Dr. Konstantin. Ich denke, dass Dr. Konstantine Ihrer Frau helfen könnte. Es gibt einen Arzt in diesem Zug? Das wusste ich nicht. Wo finde ich ihn? Sie sollten ihn holen gehen. Ich denke, Dr. Konstantine ist im Barwagen. Falls nicht, kann der Schaffner Ihnen sicher mitteilen, wo er sich befindet. Sehr gut, ich werde ihn suchen. Haben Sie vielen Dank. Er geht und jetzt kann ich ins Zimmer reingehen. Ich möchte nur kurz Ihren Vornamen wissen. Verzeihen Sie die Störung, Madame. Mein Name ist Hercule Poirot. Ich weiß, wer Sie sind, Monsieur Poirot. Ich konnte hören, wie Sie meinen Mann auf eine aussichtslose Verfolgungsjagd geschickt haben. Ihr Mann sorgt sich sehr um Sie, Madame. Es tut mir leid, dass ich diese Tatsache ausgenutzt habe. Aber die Lage ist ernst und ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Entschuldigung angenommen. Ich verstehe, dass Sie mit allen sprechen müssen. Dieser fürchterliche Mord. Es ist sehr erschütternd. Das ist eine wunderschöne Spieluhr. Bitte fassen Sie die Spieluhr nicht an. Sie ist ein zerbrechliches Familienerbstück. Ihr alles Dialekt, gut, alles gut. Ist er amerikanisch? Aus Boston vielleicht? Sie haben ein gutes Ohr, Monsieur Poirot. Ja, geboren und aufgewachsen in Back Bay. Sind Sie ebenfalls im diplomatischen Dienst tätig? Nein, nicht offiziell. Ich habe Rudy vor 2 Jahren an der Universität kennengelernt. Ich kümmere mich um seine Planung, seine Reisen, seine Termine. Ah, wie sagt man so schön? Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. So heißt es. Heute könnte man das Sprichwort auch umdrehen, oder? Natürlich. Sie haben völlig recht. So, sie ist Amerikanerin. 21? Sie könnte noch sehr jung sein.
Schreibe ich Diplomatin rein oder arbeitslos? Das könnte halt beides an sich zutreffen. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber... Arbeitslos und 21, okay. Arbeitslos und 21, das, ja. So, besticktes Taschentuch. Am Tatort wurde ein Taschentuch gefunden, das mit einem H bestickt ist. Beginnt Ihr Vorname zufällig mit einem H? Nein, ich heiße Elena. Mit einem E. Okay, dann brauche ich noch bitte dein Alibi. Können Sie mir sagen, was Sie gestern Abend gemacht haben? Nun, mein Mann und ich sind zum Abendessen ausgegangen und danach hierher zurückgekehrt. Wir sind gegen 22 Uhr ins Bett gegangen. Ich habe versucht zu schlafen, konnte es aber wegen der Erschütterung des Zuges nicht. Ich leide unter Schwindel. Deswegen wollte ich habe schließlich eine Schlaftablette genommen. Daran und das hat geholfen. Wann haben die Bewegungen des Zuges Sie vom Schlafen abgehalten? Zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens. Das weiß ich, weil ich bestimmt 10-mal auf meine Uhr gesehen habe. Ich verstehe. Da stand der Zug aber schon. Da stand der Zug schon um 2 Uhr. Aber Gräfin, Sie sagen mir nicht die Wahrheit. Warum sagen Sie das? Weil der Zug hielt an davor schon. Der Zug musste wegen des Schnees um 0.30 Uhr halten. Also gab es da keine Erschütterungen. Sie sagte mir jedoch, dass die Erschütterungen sie am Schlafen... Waren das vielleicht andere Erschütterungen? Ich weiß es nicht mehr. Sie verwirren mich. Mein Schwindel. Madame, gestern Nacht ist ein Mann gestorben. Sie können keinen Unsinn von sich geben, nur weil Sie krank sind. Sie verheimlichen etwas vor mir. Wie können Sie es wagen? Ich habe nichts verbrochen. Ich werde jetzt meinen Mann suchen. Das ist ungut. Der wird uns ein bisschen rund machen. Habe ich jetzt Zeit, schnell das Zimmer zu durchsuchen? Das war unhöflich, ich weiß. Aber meine Strategie ist aufgegangen. Ich kann den Raum nun in Ruhe untersuchen. Damit habe ich gerechnet. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Warum habe ich jetzt schon abge... Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder vom Let's Play Mord im Orient Express. Bis dahin und bye bye!